will gar nicht so viel lange sprechen. Ich habe jetzt schon viel zu lange über diesen Helden gesprochen, wie was mich an dem Helden stört, beziehungsweise dass der einfach so aussieht, wie er aussieht. Hey Leute, mein Name ist Bergtusti. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Wir sind beim letzten Quest des Events oder beim letzten, ja doch, bei der letzten Mission des Events bei der Bear Force One. Die Mission könnt ihr nicht in einem oder in einer Mission fertig machen. Ihr braucht, müsst das Ganze in zwei Missionen machen, weil ihr nur fünf Teddybären, die ihr hochschicken oder die ihr müsst Pralinen in die Luft jagen oder beziehungsweise Kalorien in die Luft jagen. Und ihr findet nur maximal fünf Stück in einer Mission. Wir werden jetzt in die Mission reinspringen und ich werde euch eben schnell zeigen, was man da machen muss. Es ist super einfach und danach werden wir auf jeden Fall die Mission zu Ende spielen. Sehr schön, ich komme erstmal rein und stehe direkt in irgendeiner Scheiße drin und kriege Damage. Gut, ich muss auf jeden Fall meine Waffe erstmal klein machen, weil die ist so gut wie es geht hinüber und ich möchte auf jeden Fall noch die Materialien, die ich da rauskriege, also das Silbererz möchte ich noch raushaben. Wenn ich noch ein bisschen länger die kaputt schieße, hole ich da nur noch irgendeinen Schrott raus und dann könnte ich sie auch kaputt schießen. Ein Silbererz raus ist immer noch besser, wenn ich sie ein bisschen früher auch klein gemacht hätte, auch bei anderen Sachen, die ich klein mache, hole ich natürlich dementsprechend wieder bei oder diese Materialien raus, die ich reingesteckt habe. Das heißt, ich werde die Waffe jetzt klein machen und bevor ich jetzt irgendwie hier großartig über Waffen quatsche und mache und tue, werde ich einfach mal loslaufen, weil ich habe hier eine Mission zu machen. Achtung, Leute. Lasst unsere Festung in Ruhe. Irgendwas muss ich ja hier machen. Ach ja, genau, irgendwas, nicht nur irgendwas, sondern ich muss Teddybären... Wo bin ich eigentlich auch hier auf der Map? Wer bin ich eigentlich? Da oben bin ich. Wow, krass. Ich habe meinen eigenen Punkt nicht gesehen. Wir müssen auf jeden Fall Teddybären suchen und die müssen wir in die Luft jagen. Das Ganze könnt ihr nicht mit einer Mission machen. Ihr müsst also zweimal in die gleiche Mission rein. Ist eigentlich nicht so schlimm. Man kriegt ein bisschen mehr XP und so weiter. Aber wenn man das Ganze natürlich weiß, dann läuft man eigentlich nicht nur die erste Mission ab und macht die Teddybären und läuft danach planlos durch die Gegend, weil man hofft, man findet noch ein paar weitere, die man in die Luft schießen kann. Und macht eigentlich gar nichts, sondern jetzt weiß man, okay, ich muss das Ganze über zwei Missionen machen und ich kann dementsprechend einmal schnell meine Teddybären ablaufen, beziehungsweise das Ganze, die Teddybären wirklich passiv machen, während ich diese Mission eigentlich hier mitmache. Das heißt, ich werde ganz normal die Überlebenden, die hier sind, mitretten und werde immer dann wieder einen Teddy nach oben schießen, wenn einer in der Nähe gerade bei mir ist. Da ich das Ganze sowieso nicht mit einer Mission oder in einer Mission fertig machen kann. Also als wenn wir auf jeden Fall noch den Überlebenden holen, der hier ist. Danke. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Ja, wo ist das Medikit? Das müssen wir natürlich auch wieder suchen. Ich kann ohne nicht weg. Hier irgendwo in der Nähe. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. So, das nehmen wir noch mit. Und jetzt gucken wir erstmal, wo das Medikit ist. Ja, schön. Auf jeden Fall noch nicht aufgedeckt, auf jeden Fall noch nicht angezeigt. Werden wir finden. Irgendjemand wird dran vorbeikommen, wird das Medikit finden. Ich würde natürlich hinlaufen, wenn es... Da haben wir es doch. Gut. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal eine Richtung, wo wir hin müssen, um das Medikit zu finden. Überlebender in Gefahr. Jetzt werde ich erst nochmal hier schnell... Kiste wollte ich nicht kaputt hauen, aber damit ist sie weg. Jetzt will ich auf jeden Fall erstmal schnell nochmal zu meinem Quest hier hinlaufen, was irgendwo zwei Stück direkt nebeneinander sind, was ganz cool ist. Das heißt, wir werden den Teddy hochjagen und danach nochmal ein kleines Stück zurücklaufen und den anderen Teddy hochjagen. Aber vorher nehmen wir auf jeden Fall noch die Schrauben mit, das sind nicht nur mal. Ich habe erst nur den einen Kasten gesehen, danach habe ich noch zwei weitere gesehen und das sind doch ein paar Schrauben mehr. Gott, schicken wir noch den anderen Teddy in die Luft und dann fehlt uns so gesehen nur noch einer und den können wir in diesen 12 Minuten ganz easy machen, ganz easy hinlaufen und den Teddy machen und auf jeden Fall noch die Mission machen. Das werden wir jetzt machen, wir werden jetzt natürlich die Mission abrushen und den ganzen Überlebenden helfen. Irgendeine komische Waffe, die ich hier habe. Jetzt block mich doch mal nicht die ganze Zeit, das kann doch nicht... Es ist doch gar nichts mehr da. Lauf, ja genau, lauf in die... in die Sapsche rein.
Bleib doch einfach stehen. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Wo denn? Ach da! Das und jetzt? Mir kein Leben retten. Ja, und wie es natürlich wieder Zufall so ist, der letzte Teddy kommt einfach irgendwo ins Bild. Damit haben wir unsere Balance gestartet und damit haben wir unser Even Quest fertig. Zwei Missionen dafür gebraucht, ist in Ordnung. Alle Missionen waren bis jetzt recht einfach, dann ist das auch in Ordnung, dass diese Mission genauso einfach war und wir eigentlich das Ganze nur über zwei Missionen machen müssen, anstatt über eine. Jetzt werden wir auf jeden Fall noch einen weiteren Überlebenden suchen. Ansonsten könnte ich natürlich auch die nächsten 11 Minuten einfach gezielt schrauben und Muttern wieder farmen, dass ich wieder weiter craften kann. Wir haben, was hatte ich vorhin gebaut? Wir hatten, ich glaube, ich hatte 20, 40 Fallen hatte ich aufgesetzt in ein Match. Und nachgecraftet habe ich bis jetzt, so gesehen, eigentlich die 40 Fallen, die ich natürlich gesetzt habe, die habe ich auch wieder nachgecraftet. Plus 20 und 16 mehr und ich könnte eigentlich nochmal 4 obendrauf craften, dann haben wir nochmal 40 obendrauf gecraftet, auf jeden Fall von den Wandfallen. Ich könnte natürlich jetzt, wie gesagt, sagen, ich farm einfach noch ein paar Schrauben weiter. Die Materialien kriege ich überall, wo ich auch Schrauben, oder meistens auch überall drin, wo ich auch Schrauben drin kriege. Und würde einfach sagen, ich farm, mach nochmal 40 oder nochmal 20 Bodenplatten mit drauf, weil genug Schrauben hätte ich in dieser Mission. Auf jeden Fall könnte ich passiv dazu farmen. Ich glaube, das werde ich machen. Ich werde einfach ein paar Schrauben farmen. Werde natürlich dann jederzeit wieder die Mission bzw. Überlebenden retten und werde schön craften in dieser Zeit, wo ich jetzt hier drin bin, und werde Crafting-Punkte machen. Das bietet sich ein bisschen an, weil mein Even-Quest habe ich fertig. Hier sind zwar noch ein, zwei andere kleine Quests, die ich machen könnte. Da haben wir das Ganze schon, und zwar diese Raketen hochschießen. Das Feuerwerks-Event, oder beziehungsweise es ist ein Passiv-Event, ein Buy-Event, nenne ich es mal. Wir schießen das Ganze in die Luft. Die Rakete schießt, oder eine Rakete fliegt in die Luft, macht ein Feuerwerk, danach fliegen komische Legendary-Dinger runter, die man einsammeln kann, irgendein Umschlag, und wenn man so und so viele davon eingesammelt hat, dann gibt es ein weiteres Feuerwerk, was man in der Mitte verteidigen kann. Und wenn man dieses Feuerwerk dann verteidigt und es geschafft hat, dass die Mobs es nicht zerstören, dann kriegt man wieder irgendeinen Loot. Haben wir bis jetzt, ich muss es ganz ehrlich sagen, haben wir bis jetzt zwei, dreimal gemacht und noch nicht geschafft. Weil eigentlich meistens immer die Zeit dafür nicht gereicht hat, weil man sich entscheiden musste, weil auch bei so einer Mission, was machen wir? Machen wir jetzt die Überlebenden oder machen wir die andere Mission, diese komische Event? Raketenmission, ich weiß nicht, ob das eine Event-Raketenmission ist, ich behaupte es einfach mal. Aber wenn man halt eine Verteidigungsbase hat oder sonst irgendwas, ich habe die bis jetzt immer nur in irgendwelchen Missionen gekriegt, wo wir irgendwas retten mussten oder aufbauen mussten, wo man wirklich wenig Zeit hatte. Und dementsprechend muss man sich dann entscheiden, was mache ich. Möchte ich eher die Raketen abschießen und möchte dieses Event machen, oder möchte ich meine Mission da drin machen? Und man hat so ziemlich, für beides gleichzeitig hat man keine Zeit, außer man spielt natürlich im Team und das Team spricht sich oder hat sich so weit abgesprochen, dass man weiß, okay, zwei Leute machen XY-Mission, während die anderen beiden Leuten die Mission, die Event-Raketenmission aufbauen, und man hat am Ende vielleicht noch 5 Minuten, um diese Event-Mission zu machen oder diese Raketenmission zu machen, und das reicht. Wenn alle natürlich mitspielen und wenn alle da sind, ein bisschen was aufgebaut wurde und ein bisschen was gemacht wurde. So. Irgendwie sind da noch ein paar Überlebenden, da müssen wir immer noch ein Medikit finden, was noch nicht gefunden wurde oder vielleicht schon gefunden wurde, aber vielleicht noch nicht abgegeben wurde. Ich bin jetzt so der gehasste Spieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, über so welche Leute wie ich gerade jetzt spiele, wenn ich halt überhaupt nicht an der Mission teilnehme, sondern mein eigenes Ding mache. Ich reg mich auch über so welche Leute auf, deswegen ich entschuldige mich jetzt schon für alle, die in dieser Mission sind und mich gerade durchleechen. Aber ich versuche wenigstens für die Leute, oder ich versuche euch, so viel Baupunkte rauszuholen, wie ich kann. Oder eher gesagt Craftpunkte. Aber ich werde, naja klar, ich bin natürlich jetzt ein bisschen hier großartig in der Mission noch mitfarmen, aber für die letzten zwei Überlebenden oder für den letzten einen Überlebenden und für die Mission und danach den letzten Bonus noch rauszuhauen, da mache ich den Bonus eher, dass man sagt, oder dass ich mir sage, Leute, macht ihr die Mission, uns fehlt noch ein Überlebender, wenn wir den haben, hole ich so viel Bonus, wie ich kann,
durch Crafting Points raus. Da kriegen wir fast sogar mehr Punkte raus, als wenn wir die nächsten vier Überlebenden noch dazu holen würden. Und die werden die Leute, das ist es ja, die Leute werden die Überlebenden eh noch dazu fahren. Oder eh noch dazu holen. Das heißt, ich probiere jetzt wirklich die meisten Craft-Punkte noch rauszuholen. Vielleicht werde ich sogar, ohne dass ich großartig gekämpft habe, ohne dass ich großartig irgendwas gemacht habe, am Ende als Bester in der Runde dastehen. Und dann heißt es wieder, ja, du hast hier nicht gekämpft, du hast nicht an der Mission teilgenommen, mach doch mal bitte was. Ich lese, man kann sowas öfters immer lesen, von wegen, ich habe das auch schon gehabt, ja, hier kannst du nicht mal das und das machen, du machst da gar nichts. Und dann kommt der Abschluss der Map und dann sagt man immer so, ja klar, ich mache gar nichts, ich habe nur die meisten Punkte in dieser ganzen Mission gemacht. Klar, meine Punkte basieren sich auf Crafting Points und so weiter und so fort, aber die Mission ist doch fertig. Wir haben die Mission doch erfolgreich abgeschlossen und wir haben sie doch gemacht. Darüber, und das muss ich ganz ehrlich sagen, darüber, über so welche Leute, die sowas machen, reg ich mich nicht auf. Ich reg mich nur über Leute auf, die für sich looten, für sich machen, für sich tun und am Ende des nach 15 Minuten oder nach 20 Minuten dastehen und noch nicht mal 100 Punkte jeweils haben und dann sagen so, ja, ich war dabei, sein ist alles. Über so welche Leute, na klar, über sowas reg ich mich auf, aber deswegen will ich mich gleich schon am Anfang hier entschuldigen, dass ich die Mission nicht mitmache, sondern eigentlich nur für mich farme, aber ich werde das Ganze natürlich in der Mission craften und dementsprechend die Gruppen XP kriegen alle. So, jetzt werden wir nochmal gucken, ob wir noch irgendwas klein machen können und irgendwas craften können. Das wollen wir auf jeden Fall klein machen, die Heal Pads bewahre ich mir auf, das können wir klein machen, das können wir klein machen, das Heal Pad bewahre ich mir auf. Das kann ich klein machen, kriege ich ein paar Schrauben raus. Könnte ich mir auch aufbewahren, aber ich möchte mir lieber noch ein paar von meinen herstellen. So, jetzt haben wir nochmal ein paar in die Schleife gehauen. Können wir auf jeden Fall hier rauslaufen. Kommt ins Waffenlager. Man könnte natürlich überlegen, ob man den Turm baut. Aber ich werde wirklich nur noch Schrauben suchen und ich werde mich ein bisschen mehr in diese Richtung begeben, da hier im Moment gerade die ganzen Spieler sind. Oh. Und natürlich jeder auch irgendwie auf Schrauben guckt und achtet und mitnimmt. So, hier haben wir noch ein Lager, das mache ich. Egal, was in dem Lager drin ist. Nur so ein bisschen kämpfen muss man ja und Lager sind ganz gut. Kann man ganz gute Killpoints dran machen. Noch ein bisschen warten, noch ein bisschen warten. Die alle wirklich ein umsingelt haben, dann reinschießen und einmal kurz über die ganzen Leute rüberspringen, dass man draußen steht und halt nicht da den jetzt sinnlos Damage irgendwie ziehen muss. So, jetzt lebt da noch irgendwo einer, der sich da verstecken möchte und damit haben wir auf jeden Fall ein bisschen an der Mission teilgenommen. Nein, haben wir nicht wirklich. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen gekämpft und Punkte gemacht. Aber ich werde jetzt weiter Sachen klein hauen. Ich werde gar nicht looten, weil ich habe ich eigentlich so viel Platz. Auch 103, ich habe eigentlich relativ viel Platz. Da könnte ich ja doch looten. Weil normalerweise bin ich immer bei 120 von 130 am Platz. Und dann, wenn ich dann anfange zu looten, bin ich mehr am Kleinmachen, als dass ich zum Looten komme. Aber ich habe relativ viel Platz. Dann sollte ich auf jeden Fall die paar Sachen mitnehmen, die ich im Moment die ganze Zeit klein gehauen habe. Beziehungsweise die Munition, die ich kriege, die ist im Moment. Ja, Shotgun-Munition könnte man natürlich. Könnte ich natürlich farmen oder könnte ich natürlich gebrauchen. Kann ich mir auch herstellen. Aber ich habe mir. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt mittlerweile Level 40 mit meinem Char und ich habe mir seit Level. Lasst mich wirklich lügen, seit Level 10 keine Munition mehr hergestellt. Ich weiß, sie sind irgendwo da draußen. Weil ich dann eher die Munition farmen gehe, in einer, ja, das losgehe, die Mission farmen gehe, bevor ich mir meine Schrauben und mein Holz und mein Metall anfange, irgendwie für Munition auszugeben. Gerade meine Schrauben, speziell meine Schrauben. Kann ja mal aufhören, mir hinterher zu laufen. Und gerade speziell meine Schrauben. Und das ist halt so. Weiß nicht, Schrauben sind mir für Fallen dann lieber wichtiger und dann lieber für die Skillpunkte und lieber für die Abschlusspunkte, die man bei einer Mission kriegt, durch das Craften der Fallen. 9 Stück, 10. So, jetzt könnte ich natürlich noch ein paar andere dazu craften, davon habe ich auch noch nicht alles wieder voll. Machen wir davon noch ein paar dazu.
So. Ich glaube, das sind genug. Und wenn, dann mache ich einfach gleich noch ein paar mehr. Jetzt laufe ich hier ein bisschen verplant durch die Gegend und ich suche wirklich eigentlich nur noch irgendwelche Sachen, die Schrauben beinhalten. Und ich wollte aus dieser Ecke hier eigentlich gerade rauslaufen. Weil hier die ganzen Spieler eben schon waren und weil wir hier eben schon im Kreis rumgelaufen sind, aber zwei Minuten, bis ich dich da rausholen muss. Anscheinend habe ich selber relativ viel übersehen. Während ich hier eben schon im Kreis gelaufen bin. Und ich gehe jetzt hier schon wieder hoch und ich war hier eben gerade auch schon, aber ich weiß, wenn ich jetzt eben schon was übersehen habe, dann werde ich wahrscheinlich auch noch andere Sachen übersehen haben. So wie es aussieht. Und das sind immerhin nochmal eine oder zwei Pfeilen mehr, die ich craften kann. Nur durch diese paar Sachen, die ich hier verplant habe zu looten. Oder vielleicht war das sogar ein anderes Haus. Und das sieht einfach nur so ähnlich aus. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir hier eben gerade draußen standen. So, jetzt habe ich wieder eine Falle, die ich noch mehr craften können. Oder zwei Pfeilen sogar. Mit den paar Schrauben, die ich da gekriegt habe. Oh, es sind sogar ein paar mehr. Drei Fallen da und da müssen auch nochmal eins, zwei, drei dazu. Also haben wir jetzt wieder 20 von den Wandfallen. Die benutze ich recht häufig überall. Sind super billig zum Herstellen. Was kriegen wir hier? Stein brauche ich nicht. Super billig zum Herstellen und ich will nicht sagen, dass der Damage von denen richtig krass ist oder dass die heftig sind, aber die können eine ganz gute Breite abdecken, je nachdem wie man sie platziert. Wenn man sie natürlich in einem kleinen Gang platziert, dass sie, ihr dürft es nicht vergessen, diese Wandfallen, ich gehe da nochmal eben rauf, schießen vier Kästchen weit. Also vier große Kästchen. Wenn ihr die natürlich jetzt so platziert, dass die nur ein Kästchen weit schießen können, dann ist es eine verschwendete Wandfalle und dann würde da jede Blitzwandfalle an der Seite, also die rausblitzen würde, mehr Sinn machen als eine Schussfalle. Wenn man sie aber so platziert, dass dieses Ding auch wirklich diese vier Kästchen oder drei Kästchen schießen kann, dann macht das natürlich Sinn. Aber da werde ich jetzt noch schnell hoch. Ich weiß, sie sind irgendwo da draußen. Auch wenn das Ding keiner mehr kriegen kann. Hauptsache gestartet. So, jetzt kommt die Frage, was crafte ich noch dazu? Ich kann's nicht fassen. Noch das dazu und ich glaube, das war's. Ich werde nur noch zwei davon dazu machen und den Rest werde ich jetzt noch klein machen. Nee, ich will sie nicht absetzen. Gut, schaffe ich nicht mehr klein zu machen. Dachte ich, ich schaffe sie ein paar noch klein zu machen. Gibt natürlich auch noch mal Punkte. Die Wandfalle wird jetzt unten auch noch weiter gecraftet und die Punkte werden auch noch gut gerechnet. Okay, jetzt nicht mehr gut gerechnet. Alles, was jetzt noch irgendwie dazukommen sollte, würde nicht mehr gut gerechnet werden, aber bevor der Abschluss kommt. Sieht auf jeden Fall ganz ordentlich aus. Geräte, ein paar Kampfpunkte. Auf jeden Fall sieht es nicht so aus, als ob ich geleecht hätte oder gar nicht dran teilgenommen hätte. Finde ich allerdings lustig, dass wir mit dem Rücken hier mal wieder stehen. Hab ich lange nicht gehabt oder hat man selten, dass man diesen Bug hat, dass man sich nicht von vorne sieht, sondern von hinten. Hattet ihr bestimmt auch schon mal, auf jeden Fall die Leute, die Fortnite spielen. Und ich denke mal, wir haben jetzt auch endlich unsere Mission fertig. Jetzt kriege ich meinen Helden dazu, auf jeden Fall diesen komischen Stein-Helden. Ich muss sagen, ich kann mit dem nichts wirklich anfangen. Ist natürlich ein Soldat, klar, kann ich bestimmt gebrauchen irgendwo, aber ich finde den Skin nicht unbedingt den Hit. Also es gibt bessere Sachen. Klar, ich habe viele Leute schon gesehen und auch viele Leute gehört, die gesagt haben, boah, der Skin ist richtig cool, das Ding sieht geil aus, ich will das Ding auch farmen und ich will das Ding auch haben. Ich persönlich mag den Skin nicht, aber okay, gut. Mal gucken, wie der Held selber ist. Wir gucken uns den gleich nochmal an. Und dann schauen wir uns auf jeden Fall das nächste Event an, weil das Ganze geht noch ein bisschen weiter. Wir haben natürlich noch ein paar Sachen dazu gekriegt, aber jetzt gehen wir erstmal ins Waffenlager zu den Helden und schauen uns einmal den Helden selber an. Ja, gehen wir auf Aufrüsten und Betrachten und schauen mal rein. Was hat er für einen Boni? Hätte ich mir fast schon gedacht, dass er einen gepanzerten Boni hat, weil er ist so eine kleine Steinfigur. Macht natürlich Sinn, dass er gepanzert ist. Aber gepanzert brauche ich als Boni so selber nicht. Das heißt, wie ist er selber als Klasse? Würde ich ihn vielleicht selber als Klasse spielen, aber ich müsste ihn natürlich erstmal auf mindestens auf Stufe 3 bringen oder auf Sternchen 3 bringen, damit er mit meinem Main mithalten kann und ich weiß nicht, ob das dann wirklich der Held ist, der Hit ist. Für jeden, der natürlich jetzt neu anfängt, und das ist natürlich ganz speziell, ist dieser Held, und das macht das auch, ist dieser Held richtig gut. Also klar, sind vielleicht auch die ersten Sachen, Fernkampfschaden und Konstitution erhöht, also das heißt, mehr Leben ist natürlich sehr nice.
die Schockwelle zu Anfang zu haben. Splittergranate, wann kriegen wir? Okay, wir kriegen auf jeden Fall mit dem ersten, mit Level 20 kriegt ihr da eure Gatling dazu. Das ist natürlich gut, anstatt sie natürlich dann unten mit Level 30 zu kriegen. Aber das ist auf jeden Fall ein ganz lustiger Held. Also da haben wir auch auf jeden Fall ein paar Möglichkeiten. Beziehungsweise man kriegt die Gatling natürlich schon relativ spät. Es ist erst Schockwelle mit Level 10 oder mit Level 11. Nee, mit Level 11 ist es. Kriegt ihr die Level 12? Keine Ahnung, irgendwie sowas. Kriegt ihr die Splittergranate? Level 11 ist, 10 ist es, genau. Und mit Level 20 dann die Gatling. Die Gatling, es gibt natürlich Helden, da könnt ihr die Gatling gleich mit Level 1 oder mit Level 10 dementsprechend bekommen. Aber das ist relativ egal. Die Schockwelle ist fast sogar besser als die Gatling. Oder ich will nicht sagen, dass sie besser als die Gatling ist, aber sie ist fast besser als die Gatling. Kostet natürlich Energie, hat eine Ablenkzeit, genauso wie die Gatling, beziehungsweise Gatling hat natürlich ein bisschen mehr Ablenkzeit. Allerdings hat die Gatling, was munitionstechnisch wieder angeht, oder beziehungsweise was das alles angeht, ist sie ganz cool. Die Schockwelle, muss ich sagen, natürlich ist auch recht cool, aber die beste Kombination, die man haben kann, meiner Meinung nach, ist ganz oben die Gatling, danach auf Level 10 die Schockwelle und ganz unten auf Level 25 die Splittergranate. Weil die Splittergranate dann doch das schlechteste von allen ist. Klar, sie macht einen guten Damage, sie hat eine super krasse Abklingzeit, man kann das Ganze so skillen, dass man bis zu 4 Splittergranaten hat, anstatt nur eine bzw. oder 2, die man normalerweise hat. Aber die Splittergranate ist dann nicht so stark wie die Schockwelle selber oder auch die Gatling. Der Held ist auf jeden Fall cool und ich würde sagen, wir hüpfen auf jeden Fall jetzt erstmal ins nächste Event rein und ins nächste Geschehen rein. Ich will gar nicht so viel lange sprechen. Ich habe jetzt schon viel zu lange über diesen Helden gesprochen, wie was mich an dem Helden stört, beziehungsweise dass der einfach so aussieht, wie er aussieht. Und ich werde ihn nicht benutzen. Ich werde ihn natürlich nicht klein machen. Ich werde ihn aufbewahren. Wahrscheinlich kann man ihn noch nicht mal klein machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werden wir jetzt erstmal in das nächste Event reinhüpfen. Und Leute, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Und wir werden auf jeden Fall heute noch den nächsten Turm bauen und das Video dazu wird es wahrscheinlich dann am Samstag geben, denke ich mal. Vielleicht gibt es das auch heute noch, ich weiß es nicht. Leute, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Gameplay. Bis dann. Ciao, ciao.